Ja, moin zusammen. Ich bin jetzt gerade mit meinem ID.3 von der Autobahn, habe das Auto runtergefahren auf 8% und möchte mit der Software 2.4 jetzt mal die Ladekurve aufnehmen. Dazu habe ich mir hier einen NBW-Charger gesucht, weil der kann die ja sogar grafisch darstellen am Ende. Und ob sich dann was zu der bisher bekannten Ladekurve des ID.3 mit 58 Kilowattstunden, ganz wichtig, getan hat, das werden wir am Ende sehen. Fakt ist, er kann jetzt tatsächlich mit 130 kW laden. Wie lange das durchhält und so weiter, wie gesagt, das gucken wir uns jetzt an. Das war's. Ihr seht jetzt ungefähr 127, 128 kW Ladeleistung. Ich habe ja parallel den OBD11 an meinem OBD-Port dran und habe vorher mal die Batterietemperatur ausgelesen. Also wir haben es gerade 26,5 Grad Außentemperatur hier und die Batterie hat gerade eine Temperatur von 34 Grad. Eigentlich also perfekte Voraussetzungen für den ID.3 und er zieht jetzt mit 128,6 kW. So, ihr seht sogar, dass er fast an die 133 jetzt schon rangeht. Okay, was ihr jetzt hier gerade seht, ab 20% geht dann die ganze Ladekurve scheinbar linear runter. Die kann man sich hier anzeigen lassen bei den NBW-Ladern, deswegen sind wir nämlich hier. Und das seht ihr, er hat die Peakleistung und geht jetzt in der linearen Kurve runter, so wie man es von der Ladekurve des ID.3 bisher kannte. Da hatte er die 100 kW bis ca. 30% und ab 30% ging er linear runter. Meine Vermutung war, und so sieht es hier gerade aus, dass diese Runterlaufkurve linear nach oben verlängert wurde und so die Peakleistung nur mit 20% lief und dann eben diesen gleichen Verlauf wie vorher hatte. Ich glaube, das bewahrheitet sich gerade. Und ihr seht, er ist jetzt bei knapp 29% und jetzt bei 30%, 98,5. Es ist also genau die identische Ladekurve jetzt wie beim ID.3 vorher mit 58 Kilowattstunden. Und das ist übrigens auch der perfekte Ausgangspunkt irgendwie für das, was ich euch immer erzähle. Viele schließen ihr Fahrzeug an einen Charger und wundern sich, dass sie bei 40% nicht mehr die volle Ladeleistung bekommen. Das liegt eben an dieser Ladekurve. Die fängt oben in dem Peak an und geht dann langsam runter mit der Geschwindigkeit. Beim ID.3 ist das so, dass er bis 70% linear runtergeht, dann hat er ein kleines Plateau und dann fällt er richtig ab. Das dient einfach nur zum Schutz der Batterie. So, jetzt haben wir 41%, er lädt noch mit 66 kW. Was aber interessant ist, das seht ihr hier außen, er ist im Schnitt bei 104, 105 kW Ladeleistung und das ist immer noch höher als die maximale Ladeleistung vor dem Update 2.4. Insofern bis 40% seid ihr auf jeden Fall noch im Vorteil. So, parallel kann ich natürlich mal gucken, habe ich euch erzählt, dass ich den OBD11 hier bei mir dran habe, was die Batterietemperatur sagt. Also die Kühltemperatur, Einlass, Auslass, im Einlass 28 Grad, im Auslass 32, da merkt ihr schon, dass er runterkühlt. Und das brauchst du auch, weil die Batterietemperatur selber liegt bei 51,5 Grad jetzt im Laden. So, wie ihr seht, erreicht er jetzt gerade das Plateau. Das befindet sich bei ungefähr 60 kW, wird aber schon bei 45% Ladestand erreicht. Vorher ging die Ladekurve auch linear runter. Das Plateau bei 50 kW, also 10 kW drunter, fing aber erst bei 70% an. Insofern geht er vorher runter auf die hier zu sehenden 60 kW. Und zieht seitdem das Plateau weiter durch. So, bei 70% hat er jetzt ein Plateau, oder geht er runter auf 52 kW, wie ihr das gerade seht. Da war es vorher auch, dass er bei 70% ja das Plateau, die lineare Kurve erreicht hatte auf das Plateau von 50 kW. Da ist er jetzt noch minimal drüber, aber er hat halt viel, viel früher eben schon so die ganze Zeit ein Plateau erreicht. Interessant wird es übrigens, wenn man dann am Schluss die durchschnittliche Ladeleistung hier ansieht, die ist bei 76,8 und damit liegt sie aktuell
unter der Kurve, die es von Fastnet gibt. Fastnet sagt hierzu, dass die durchschnittliche Ladeleistung vorher von 10-80% bei 78 kW lag. Bevor wir jetzt die 80% erreichen, wollte ich mit Ihnen gucken, was die Temperaturen sagen. Ganz interessant, also die Kühltemperatur der Hochvolt-Batterie ist jetzt hier gerade im Einlassbereich auf 15 Grad runtergegangen. Die Auslasstemperatur auf 23, er ist also richtig fett am Kühlen des Hochvolt-Akkus. Und das sieht man auch in der Batterietemperatur. Vorhin waren es 55 Grad, jetzt haben wir 47,5. Das heißt, er ist wirklich hammermäßig am Kühlen. Aber wir gucken uns jetzt mal die fertige Ladekurve an. Okidoki, 80% Ladestand. Wir ziehen immer noch mit 53,4 kW gerade. Ich habe jetzt in 25 Minuten 43 Kilowattstunden geladen. Und so seht ihr jetzt, wie die Ladekurve aussieht. Und die durchschnittliche Ladeleistung liegt bei 72,3 Kilowattstunden. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Wetter hier zu warm ist oder so weiter. Ja? Aber das sieht tatsächlich danach aus, dass die Ladekurve ein bisschen verschlimmbessert wurde. Das heißt, am Anfang zwischen 0 und, ihr seht hier ungefähr 20%, ist alles schick. Sieht es besser aus, höhere Peakleistung. Aber das Plateau, was vorher erst bei etwa 70% anfing, das fängt bei 50 jetzt etwa an, 45 haben wir gesehen, und hält sich dann über die ganze Ladedauer. Also eine Verbesserung im Schnitt ist das aber nicht. Wir haben jetzt 36 Minuten geladen für ungefähr 44 Kilowattstunden. Und das ist von der Zeit her, 33 Minuten waren es vorher, jetzt sind 36 Minuten, jetzt 3 Minuten mehr sogar. So, ganz kleines Fazit eben zu dem ganzen 2.4 Lade-Update. Peakleistung höher, aber am Ende im Schnitt ein bisschen weniger. Es handelt sich hier um die 58 Kilowattstunden Batterie. Ja? Das Ganze funktioniert nicht bei der 77 Kilowattstunden Batterie. Die kriegt mit dem Software-Update 3.0 wohl noch eine Anpassung. Und Gerüchte sagen, dass die Ladekurve an sich dann auch nochmal angepasst wird. Ob es dann auch für die 58 Kilowattstunden Batterie gilt, das weiß ich nicht. Aber das werdet ihr hier auf meinem Kanal sehen. Wenn euch das interessiert, dann müsst ihr den Kanal abonnieren. Das Abo ist kostenlos und niemals umsonst. Und gebt mir den Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Danke und bis dann. Ciao.